Hallo, der Jan hier von Musing Stuff. Die NAMM-Show hat gestartet, wie man hier sehen kann. Hier ist nämlich schon richtig was los. Und wir haben uns auch gleich auf einen interessanten Stand durchgeprügelt. Und zwar bei Lava Music gibt es ganz interessante akustische Gitarren und Ukulelen. Ich nehme euch einfach mal mit rein. Das hier ist quasi das Top-of-the-Line-Modell, die Lava Me Pro. Das ist eine Akustikgitarre, aber nicht einfach nur eine Akustikgitarre, sondern die ist komplett aus Carbon Fiber, aus einem Stück gegossen. Und was mindestens genauso interessant ist, die vibriert hier nämlich von selbst quasi in meiner Hand. Der hat hier so ein ausgeklügeltes Tonabnehmersystem, das gemeinsam mit LR Bags entwickelt wurde. Deshalb kann man die Gitarre nicht einfach nur an den Amp anschließen, das geht natürlich auch, sondern die Gitarre hat quasi eingebaut so einen Schwingungsanreger. Das heißt, man kann die Gitarre auch unabhängig von dem Amp verstärken und auch mit Effekten wie Delay und Chorus benutzen. Das funktioniert sehr gut, zumindest so laut man das, soweit man das hier in dieser lauten Umgebung hören kann. Ansonsten fühlt sich das Teil auch echt gut an, hat einen angenehm flachen Hals. Die Gitarren sind auch alle gepleckt, also die Bünde sind perfekt abgerichtet. Und da darf man sich schon darauf freuen, dass diese Gitarren ab diesem Jahr auch in Deutschland leicht erhältlich sein werden. Denn die sehen nicht nur gut aus und fühlen sich gut an, sondern klingen auch richtig gut. Und die Gitarren klingen nicht nur richtig gut. Man bekommt auch so ein schickes Gigbag hier dazu, wo die Gitarre gut reinpasst und gut geschützt ist. Und der Vorteil von der Bauweise ist nicht nur, dass sie anders aussieht und richtig cool aussieht und klingt, sondern auch, dass sie gegenüber Witterungsveränderungen und sowas echt stabil ist. Das heißt, gerade für den reisenden Musiker, der viel unterwegs ist oder in Fußgängerzonen oder so, ist das genau das Richtige. Verzeihen Sie die Störung. Ja, das war jetzt das Pro-Modell. Wer ein bisschen weniger ausgeben will, für den gibt es hier auch noch die kleinere Variante, die Lava Me 2. Die ist dann auch preislich eine ganze Ecke attraktiver, hat aber auch dieses System mit dem Tonabnehmer und mit eingebauten Effekten und so weiter. Die gibt es allerdings auch für diejenigen, die es noch günstiger haben wollen, einfach nur als komplett akustisches Instrument, aber eben auch mit all den Vorteilen, die diese Bauweise bietet. Und wem das immer noch nicht klein genug ist, weil er sagt, ich bin viel auf Reisen und möchte einfach nur ein schickes Instrument haben, gibt es das Ganze auch noch als Ukulele in zwei verschiedenen Größen. Auf Wunsch auch mit diesem akustischen System. Ja, klingt gut und man hat auch immer gleich einen Anschluss an eine PA, wenn man dann doch mal einen kleinen Auftritt machen möchte. Und abgesehen davon, dass die sich richtig gut anfühlen, sehen sie doch auch wirklich schick aus und sind mal was anderes. Ja, da sind wir auf jeden Fall schon gespannt drauf und werden demnächst mal eine so unter ruhigen Umständen testen. Aber das ist doch schon mal eine richtig schicke Sache. Und man hat reichlich Auswahl an Farben. Ist jetzt natürlich nichts für den traditionellen Akustikgitarristen, der einfach ein richtig schönes Vintage-Instrument haben will. Aber wer sich gerne mal mit neuen Dingen auseinandersetzt, die auch im Alltag Vorteile bringen, dafür ist das genau das Richtige. Also einfach mal bei Lava Guitars vorbeischauen auf der Webseite oder auf der NAMM-Show, wenn ihr hier seid. Ja. Das war mal so ein kleiner erster Eindruck und ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Bis dann, tschüssi!